So sieht's aus. Und ab dafür mit dem Zwager, hätte ich gesagt. Und los. Mächtige Beute. Ah, Artefakte aus Celebrimbors Vergangenheit. Er hat mich nicht gehört. Ein zielgenauer Treffer. Und nichts von ihm wird verschwendet werden. Talion. Was warst du? Ein Leutnant? Eigentlich war ich Hauptmann. Oh, ich verstehe. Wir haben einen Hauptmann unter uns. Nun, das ändert alles, was? Der Hauptmann kommt, schärft schön die Schwerter, und seht zu, dass eure Stiefel blitzen. Nun sagt mir, Hauptmann, hast du jemals einen Grauk gejagt? Ein Grauk hat, was du mir versprachst? Ja, aber nicht irgendein Grauk. Der größte, den ich je gesehen habe. Machen wir uns bereit. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich wurde gut geschult. Mein Hund, Silver, war auch gut geschult. Also, bevor ein Warg sie verspeist hat. Jagd kennt keine Regeln, Jungchen. Wir stellen sich in Reihe und Glied und lassen uns Befehle geben. Hier geht's um Instinkt. Es geht um Bauchgefühl. Und, wie du hier siehst, habe ich von beidem mehr als genug. Du willst also lernen, wie man jagt. Folge mir. Die Jagd selbst ist eine Bestie, die du zähmen musst. Die erste Lektion der Karagor-Jagd? Nicht sterben. Wozu brauchen wir sie? Wir reiten auf ihnen. Sie sind gute Reittiere für unsere Jagd. Dein Rang wird die Bestie nicht beeindrucken. Für sie schmeckt jedes Fleisch gleich. Wenn du einmal auf der Jagd warst, Jungchen, bist du ein anderer Mensch. Hoffentlich ein besserer, aber wer weiß. Als ich Wargs jagte, habe ich ihr Verhalten schnell erkannt. Aber die Karagor, diese Bastarde machen es einem schwer. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um sie zu verstehen. Karagor, diese Biester hassen Wasser. Einmal wollte ich auf einem durch einen Fluss reiten. Er sprang mit mir eine Klippe rauf. Ha, unglaublich, was sie tun, um einer Wäsche zu entgehen. Ja, das ist doch schon mal eine nette Impulse. Ist meine Geliebte. Schön, aufregend, mitreißend. Und sie nörgelt nicht wie meine Frau. Der Zweig ist mir bis jetzt auch noch ein Rätsel. Du hast doch nicht gelebt, bevor du nicht auf der Jagd warst, Jungchen. Selbst die Luft riecht anders. Nach Triumph. Waldläufer, hier rüber! Der dort drüben sieht ziemlich wild aus. Versuch gar nicht erst, dich an einen Karagor ranzuschleichen. Er riecht dich auf eine Meile. Was schlägst du dann vor? Spring doch auf und stell dich vor! Bitte um ein Tänzchen! Du hast die Fähigkeit erlernt, den Sprungangriff eines Karagors zu kontern. Ah ja, okay. Gut, das heißt, man braucht dann keine erhöhte mehr. Hast du zwei Möglichkeiten. Erledige ihn oder friss Staub. Du wirst einen Karagor nicht beim ersten Versuch besteigen. Hat mich einige Narben gekostet, das zu lernen. Wenn der Karagor blutet, machst du's richtig. Wenn er dich tötet, hast du's falsch gemacht. So, okay. Was jetzt? Steig auf deinen Rücken. Und jetzt beherrschen. Das ist ganz praktisch, wenn man dann mal in der Situation ist, dass man keine Mauer hat, um wirklich auf ihn zu springen. So. Genau so lange brauche ich auch, um einen zu zähmen. Du bist wohl ein Naturtalent, Jungchen. Sowieso. Du hast dich gut geschlagen. Wo hast du das gelernt, Jungchen? Ich kam vom Schwarzen Tor.
Das schwarze Tor. Ist es schön da? Klingt echt trostlos. So. Und jetzt müssen wir anscheinend noch mehr Artefakte der Vision für Selem Brimbor sammeln. Mal sehen, ob deine gezähmte Bestie für dich kämpfen wird. Was noch schlimmer riecht es. So. Zusätzliches Ziel töte mir Uruks als Torwin. Das kann ich natürlich nicht versprechen. So, da ist noch einer. Ne, zwei noch. So. Ist eigentlich relativ easy. Man hittet sie immer mit X an und dann kann man sie direkt mit X fressen. So, bis jetzt sieht unsere Statistik ganz gut aus. Siehst du, Jungchen? Selbst die wildeste Bestie kann nützlich sein. Jagst du schon lange in Norm, Zwerg? Seit vielen Jahren schon. Früher war das Land grüner. Nun geht es langsam seinem Untergang entgegen. Wie überall in Mordor. Ja, aber der Untergang macht die Jagd interessanter. Einmal gefangen, wir fangen sie auf. Kannst du eine Karago reiten, aber kannst du dabei auch schießen? Man kann dabei schießen? Okay. Voll nice, das wusste ich ja noch gar nicht. Nein, nein, nein. So. Eliminiere die Schützen. Na gut. Gut, die Schützen muss ich ja eh erledigen, das heißt, die Kills bekomme ich auch. So. Das ist natürlich nice zu wissen, dass man einfach auch mit dem Bogen schießen kann. So, und... Und jetzt? Als du Urin erwacht und ging allein, dann hoffentlich versenkt das Feuer nicht meinen Bart. Voll nice! Oh, das sieht ganz gut aus mit der Nebenmission. So. Das ist richtig easy, die Kampfkombination aus Angreifen und dann zerfleischen lassen. Wir suchen noch ein weiteres Lager. Das soll deine letzte Prüfung sein. Kämpfe ganz nach Belieben. Ah, gehen dir die Lektionen aus? Wann gehen dir deine Widerworte aus? Du musst schnell reagieren. Wenn wir dem Graub begegnen, kann ich dir nicht ständig helfen. Hm, okay. Bei der Jagd geht es um Disziplin und darum, selbst den perfekten Moment zu erkennen, statt darauf hingewiesen zu werden. Einst verfolgte ich einen großen Adler zu seinem Nest. Ich habe von ihnen abgelassen, schon bevor sie mich auf die Felsen schmetterten. So, der erste. Mal gucken, wie es das jetzt hiermit funktioniert. Ne? Also die Angriffskombinationen, die mein aufgeladenes Schwert sonst gemacht hätten, fallen auf dem Karakor weg. Aber ja gut, dafür kann er halt beißen. So. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass der mir... Dass die mir nicht mein... Ah. Oh. Hey. Das da wird so gefährlich, weil mein Karagor ist ein bisschen lowlife. Deswegen... sollte ich gerade mal ein paar zur Sicherheit... Karbogen. Das verringert die Gefahr. So, jetzt habe ich aber auch keine Pfeile mehr. Uiuiui. Okay, wie kann ich laufen? Naja, einfach A halten. Praktisch. Wow, der Karagor ist echt brutal schnell.
So. Corwin ist zu ruhig. Irgendwas stimmt da nicht. Geh zu ihm, Talion. Oh oh. Ich ahne Böses. Vielleicht sollten wir den Jäger aufspüren. Ich werde dich mir schmecken lassen, Zwerg! Corwin braucht Hilfe. Dieser bereit ist mit dem Körper. Das hat. Macht ihn die Beine ab! Macht ihn noch kürzer! Das ist der Reiz der Jagd! Damit du es weißt, ich hatte ihn! Gut. Was hat der Ritt auf einem Karagor mit einem Graub zu tun? All diese Fragen, Jungchen. Ich dachte, du solltest Anweisungen befolgen. Du beanspruchst meine Geduld, Torben. Pass genau auf. Und entwickle Respekt für die Bestie. Um sich dem Graub zu stellen, brauchst du Preis und Stärke. Denk dran, auf der Jagd verdient man sich Respekt. Weiß. Vielleicht würde ich nochmal mit meinem Herrn anreden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es mit dem... Dieser Zwerg ist weit weg von zu Hause. Nicht alle, die wandern, sind verloren. Dass es in guten Ecken schwer wird, diesen Graug zu besiegen. Aber dass der... Dass der Zwerg uns gut in der Hand führen wird. So. Jetzt ist die Überlegung, ich weiß nicht, ob ich wirklich noch eine neue Mission anfangen soll. Ich will meinen Reiter eigentlich nicht retten. Runter von der Bestie! Mein Karagor ist dabei draufgegangen. Ach ja, ich dachte mir schon, irgendwie ist das komisch. Gleich einem Sturm. Einem Blutsturm. Er vernichtet dich. Das ist witzig, weil er auch Blutsturm heißt. So durchbrichst leider du meine nicht. Deckung nie. So, zuerst würde ich ganz gern seine... seine Verstärkung hier erledigen und ich glaube, dafür nutze ich ganz gern nur das Feuer. Halbläufer, du musst mir helfen. Ich kann gerade nicht, tut mir leid. Der Sklaventreiber ist völlig durchgedreht. So. Oh, das war's. Wow, der hatte noch so mega viel Leben. Dass ich nicht dachte, ihn dort damit hinzurichten. Aber anscheinend war das eine Schwäche von ihm. Ich würde gerne noch gerade das Artefakt sammeln, wenn ich schon hier rumlümmel. Ja, hier oben ist es. Naja. So. Das ist immer strange, hier in der Geisterwelt rumzulümmeln. Aus dem einfachen Grund, weil es alles dunkel ist und man überhaupt nichts sieht. So, der Ring. Da ist es doch. Gut. Jetzt. Waffen und Runen. Also, ersten Verbesserungen drin schauen. Es reicht noch nicht für die Macht für die letzte Stufe. Doppelter Angriff. Naja. Attribute. Ich habe 1700. Ich weiß immer noch nicht, wie es heißt. Aber das reicht nicht für die Spezialfähigkeiten. Mies. Um für 15 Sekunden unbegrenzte Elbengeschosse, Fokus und Brandpfeile zu erhalten. Ja, ist jetzt nicht so übertrieben gut. Deswegen hätte ich gesagt, mehr Pfeile, vierte Schwertrune und kenn mit Rill mehr über. So, die zwei Fähigkeitspunkte wollte ich mir aufheben. Waffen und Runen. So, das heißt, ich kann jetzt die letzte Rune in mein Schwert einbauen. Wahrscheinlich nichts Gutes. Nur so eine Vermutung. Anmut der Elben, das haben wir auch schon richtig lange. Alter, ein Elbengeschoss für jede Tötung mit einem Geistesblitz. Ja. Chance von 31% bei einem kritischen Treffer 5 Munition zu erhalten. Naja. Hm,
Ich glaube, ich nehme Stärke durch Mut, aber auch nur, weil ich momentan nichts Besseres habe. So, bei Schleichdrücken mit dem Bogen werden 39% Fokus wiederhergestellt, das ist eigentlich ganz nett. Der Schaden von Kopftreffern ist relativ uninteressant eigentlich. Chance von 36% bei Aufzehrung oder Brandmarken 4 Elbengeschosse zu erhalten. Langweilig, die bekomme ich automatisch, doch Chance von 33% beim Fernkampftreffer 5 Gesundheit zu regenerieren. Naja, ist jetzt nicht sonderlich viel. Nee, für den Bogen gibt es nur Rammschuhen. Na, mein Stuhl hängt. So. Jetzt, was gibt's hier noch? Erhöht die Chance auf einen Niederschlag beim Dolchwurf. Stellt bei einer Schleichaufzehrung oder Schleichbrandmarkung 10 Gesundheit wieder her. Ach, Müll. Nur Müll. Naja. Jetzt muss ich mich anscheinend hier mal eben noch durchklicken, weil es geht mir auf den Sack, dass hier überall immer Ausrufezeichen sind. So. Warte. Nö, nee, das macht auch keinen Sinn. So. Gut. Nee, es ist immer noch irgendwas mit einem Ausrufezeichen belegt. Komm schon. So. Weil ich denke, das Wichtigste an den Einführungen haben wir schon gesehen. Jetzt hätte ich gesagt... Gibt es nichts, was diese Uruks nicht schänden würden? In ihren Augen ist Schönheit nur dazu da, um vernichtet zu werden. So, ich schaue gerade mal noch, was es momentan zu sammeln gilt. Rot und dann so ein Dreieck. Das gibt's, wo ich bin, gar nicht. Aber hier gibt's die nächste Mission, also gehen wir uns wieder auf dem Fußweg dorthin. Wobei, warte mal, wo ist der Schmiedeturm? Naja, näher ist relativ. Egal, ich mach trotzdem die Schnellreise hin, ne? So. Fuß. Gute 100 Meter sind das. So, und da ist eine Menge los, wo ich jetzt hin soll. Deswegen muss ich jetzt ein ganz kleines bisschen aufpassen. Das war's, mein Freund. Danke, Waldläufer. So. Da sind wir doch. Ich hätte gesagt, das war's dieses Mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit der Mission, wo ich jetzt davor stehe. Ciao, ihr Lieblinge.